Guten Morgen, Freunde. Heute von der Aachquelle. Ich sitze hier genau an der Aachquelle bzw. am Aachtopf. Jetzt gibt es eine geballte Ladung Wissen, gleich mal zu Beginn der Tour. Aachtopf, Donauversinkung, Aachquelle, was hat das denn alles gemeinsam? Ich habe euch auf meinem anderen Video, ich verlinke es da oben, das Thema der Donauversinkung bereits erklärt, wo die Donau versinkt und einige Kilometer später wieder raufkommt. Bei dieser Versinkung geht ein Teil des Wassers hierher zur Aachquelle bzw. zum Aachtopf. Das heißt, das Donauwasser versinkt, es geht unterirdisch über verschiedene Gesteinshöhlen, kann ich euch später noch was dazu sagen, hierher und kommt dann hier wieder rauf. Das ist auch deutschlandsweit größte Quelle. 8000 Liter Wasser pro Sekunde circa im Durchschnitt fließen da rauf. Nicht nur von der Donauversinkung, also das ist nicht nur Donauwasser, sondern das ist auch Wasser von anderen Nebenflüssen noch. Aber es ist extrem viel Wasser. Man sieht es ja hier, das ist eine Quelle. Also man glaubt es kaum, Quelle kennt man ja eigentlich nur, wenn sie ganz klein sind. Aber hier ist es wirklich eine extrem große Quelle. Und wenn man sich jetzt mal ein bisschen weiter überlegt, wo fließt denn die hin, diese Aach? Diese Aach fließt nach Radolfzell und fließt in den Bodensee und dann letztendlich in den Rhein und vom Rhein dann in die Nordsee. Das heißt, ein Teil vom Donauwasser fließt in die Nordsee und ein anderer Teil, also die Hauptdonau, die fließt ja nicht in die Nordsee, sondern die fließt ja ins Schwarze Meer. Die ist ja insgesamt 2500, 2800 Kilometer lang, die Donau, und fließt ins Schwarze Meer. Ein kleiner Teil vom Donauwasser fließt aber über die Aach, also über die Radolfzeller Aach, in den Bodensee, in den Rhein und dann bei Holland, in den Niederlande, quasi in die Nordsee. So, wie gesagt, wir sind heute wieder auf Verwanderung unterwegs. Mal gucken, was uns alles erwartet. Das ist natürlich die Hauptattraktion. Hier gleich mal dieser Aachtopf, diese Aachquelle. Ich blende euch noch ein paar Bilder dazu ein. Wir haben Park in der Nähe von der Grundschule. Es ist schon relativ viel los heute früh. Wir haben eine Tour vor uns, ca. 14 Kilometer. Mal gucken, wie lang es denn letztendlich wird. Aber jetzt würde ich sagen, genug gelabert, genug Wissen, geballtes Wissen am Anfang. Wir legen jetzt einfach mal los. Und wenn ihr dabei sein wollt, auch zukünftig, vergiss bitte nicht den Abo-Knopf zu drücken. Schauen, was noch alles kommt. Wir haben genügend zu essen dabei. Wir wollen was köcheln heute. Wir wollen einfach wieder ein bisschen Abenteuer erleben. Mit dabei auch Family heute. Schöner Tag. Hoffentlich bleibt das Wetter so gut. Sieht gut aus. Wir hatten schon einen schönen Alpenblick beim Herfahren. Aber jetzt, wie gesagt, let's go. Schade, dass es Menschen gibt, wo ihren Müll einfach da so blöd stehen lassen. Leider erwischen wir die nicht. Das ist immer das Blöde. Sonst könnte man es denen mal sagen. Wir laufen jetzt hier hoch. Wir folgen heute immer diesen Hegau-Kegeln. Dieses kleine Schildchen hier. Das ist quasi unser Weg. Und da geht es jetzt gleich mal richtig hoch. Die Tour geht gleich zu Beginn relativ lange hoch. Und ist aber dann quasi im restlichen Verlauf eher gerade. Ein paar Meter gelaufen, haben wir hier gleich mal einen richtig tollen Ausblick.
Schaut mal da runter. Hier sieht man Aach. Hier sieht man natürlich jetzt auch diese Radolf-Zöller-Aach. Vorne Hohentwiel. Hohentwiel hier. Und dann links daneben, ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt, die Alpen hinter. Schneebedeckt noch. Also auch heute wieder relativ gute Alpensicht. Macht Spaß. Hier haben wir eine gute Rastmöglichkeit. Hier könnte man eigentlich schon gut kochen. Aber ist noch ein bisschen bald, noch 500 Meter. Aber hier wäre eine tolle Schutzhütte. Auch mal zum Übernachten. Das wäre ein guter Overnighter hier. Hier können wir gut übernachten. Und hätten wir wirklich da vorne noch eine Grillstelle. Super, super gemacht. Und nichts los. Nichts los. Wir können hier quasi gleich loslegen. So, hier eine erste Ruine, eine Burgruine, alter Turm nennt sich die. Auch noch ein Überbleibsel. Wir gehen jetzt aber in die Richtung weiter, weiter auf einem schönen Pfad. Immer markiert mit diesem Hegel, Kegelsymbol, ich glaube Hegau Kegel nennt sich das. Das ist übrigens auch wieder so ein Zusammenschluss aus mehreren verschiedenen Wegen. Gibt es Internetseite dazu, ich verlinke euch die. Und ich glaube neun Touren gibt es da, wo man machen kann unter diesem Hegau Kegel. Diese Tour heute ist eine Premium-Tour, das heißt, die wurde mal wieder vom Deutsche Wanderinstitut ausgezeichnet als Premiumweg. Nicht alle von diesen neuen Hegau-Kegels sind Premiumwege, sondern nur zwei. Diese heute, dieser Aacher Geißbock. Ich glaube, Aacher Geißbock nennt sie sich. Ja. Und dann gibt es noch eine andere. Müsste ich jetzt aber noch mal nachschauen, wie die genau heißt. Übrigens, die Tour heute ist eine Premium-Wandertour, Premium-Wanderweg, ausgezeichnet vom Deutschen Wanderinstitut. Nennt sich Aacher Geißbock. Jetzt muss ich mich gerade mal orientieren, wir müssen da runter. Hier müssen wir runter. Aacher Geißbock. Und dieser Aacher Geißbock gehört zu den Hegauer Kegelspielwanderungen. Es sind insgesamt, ich weiß es nicht genau, 7 oder 9 Wanderungen, die man da machen kann, die immer mit dem gleichen Symbol ausgeschildert sind. Und aber nur 2 dieser Wanderungen gehören zum Premium, also haben das Prädikat Premium quasi verdient. Beziehungsweise sind ausgezeichnet worden. Und wir laufen heute eine, dieser Aacher Geißbock, natürlich mit dem Highlight, der Aacher Topf und, oder die Aacher Quelle. Das kann man immer, gibt 2 verschiedene Namings, im Grunde ist es genau dasselbe. Hier entspringt letztendlich die Radolfzeller Aach und mündet dann, wie vorher schon mal erwähnt, in den Bodensee. Und dann natürlich über den Rhein in die Nordsee in Holland. Jetzt kann man hier auch sehen, das erste Mal ein Schild, und zwar von dieser Hegauer Kegelspiele. Und hier ausgeschrieben auch der Aacher Geißbock. Wir gehen jetzt aber da, oben sieht man das Schild. Wir gehen jetzt quasi hier hoch. Da geht es jetzt nochmal noch ein paar Höhenmeter nach oben. Jetzt seht ihr hier 2 Dolinen. Eine links, eine rechts. Eine Doline ist ein Einbruch von einem unterirdischen Flussbett. Kann man auch hier nochmal lesen, und zwar Dornsberg sind wir jetzt aktuell, und da fließt quasi unter uns die Schwarze Donau, also von der Donauversinkung bei Immendingen, wo sie versinkt, fließt sie hier unterirdisch quasi in diesen Aachtopf. Und hier sind 2 Dolinen, eine wird gerade vermessen, hier hinten ist eine und da unten ist eine, und wie gesagt, die unterirdischen Flussbeete, die sind da zusammengebrochen. Die sind zusammengebrochen, dann ist die Erde runtergerutscht, und hier gibt es jetzt Eingänge. Da, ich weiß jetzt nicht, ob es bei der Doline ist, man sieht es von hier oben nicht. Doch, hier geht es runter, hier geht ein Weg runter, und hier erforschen quasi Höhlenforscher dieses unterirdische System. Die haben sich da, ich glaube 2002 oder so haben die angefangen, haben 6-7 Jahre hier ein Tunnelsystem gegraben, bis sie unter waren. Da geht es ca. 100 Meter runter in den Boden rein, und dann kann man quasi da unterirdisch die Höhle
erforschen. Also wo diese unterirdische Wassersystem. Und hier sind quasi die, hier ist das Schild nochmal dieser Dolinen. Also ist auch steckt sehr viel dahinter. Gibt da auch sehr viele, die sich damit beschäftigen und das erforschen, warum das Wasser denn und wieso es darüber fließt. Das hängt damit zusammen mit unterschiedlichen Gesteinsarten. Wir haben beim Ursprung der Donau, also Brigach und Breg, sind die zwei Flüsse. Brigach und Breg bringen die Donau zu Weg. Haben wir ganz anderes Gestein wie hier. Hier unten haben wir Kalkgestein. Und Kalkgestein lässt es natürlich auch, oder macht es möglich auch, das Wasser besser versinken zu lassen. Jetzt sind wir am Aussichtspunkt angelangt. Seht ihr da vorne? Das ist der Bodensee. Hier kann man sehen, der Bodensee und auch im Hintergrund ganz leicht noch die Alpen. Hier vorne zu sehen. Hier ist jetzt Oberdornberg, relativ neu gerichtet, so wie das Ganze aussieht. Hat fast so ein bisschen einen Schein wie ein Kloster, könnte man fast schon meinen. Wobei da vorne landwirtschaftliche Geräte stehen. Von dem her wird es heute sicherlich nur noch ein Hof sein, landwirtschaftlicher Hof. Wir laufen einmal um den rum, hier haben wir auch die Straße neu gemacht. Ist jetzt aktuell nicht ganz so toll, wobei da vorne sieht man durch, herrlich blühender Baum hier vorne. Mal gucken, ob man den näher sieht, was da. Wir gehen jetzt quasi da einmal rum. Wir gehen jetzt immer weiter den Weg entlang vor erstmal. Ich habe euch ein bisschen was Falsches erzählt, und zwar zu dem Dornsberg und auch zu dem Gebäude darüber. Der Oberdornsberg, das ist ein Jagdrevier hier, und hier gibt es Jagdausbildung und Jagdparkkursen. Da gibt es zeitweise, sind da, wie man es auch hier lesen kann, ist da auch der Teil gesperrt hier. Da muss man dann aufpassen ein bisschen und ganz außen rumlaufen, weil da wirklich Schießübungen gemacht werden. Vermutlich gibt es da so eine Art Ausbildung hier oben. Also ich habe es mal gelesen, genau, also 100% weiß ich es nicht, dass ich da was falsch erzähle, aber auf jeden Fall sagen das die Schilder hier. Lang war es jetzt unspektakulär. Jetzt wird es ein bisschen schöner wieder, die Wege. Wir haben jetzt ganz lang so breite Forststraße hinter uns gehabt oder vor uns gehabt. Jetzt kommen wieder so kleine Pfade. Auch hier die Natur wieder wesentlich schöner. Felslandschaft, ähnlich wie im Donautal. Und hier wieder, ich sag, kleine Pfade. Man kann jetzt da rum, wir können auch in die Richtung gehen. Hat viele Möglichkeiten, wie man hier laufen kann. Und wir suchen jetzt so langsam aber sicher mal eine Stelle, wo wir Rast machen können.
Das sieht auch schön aus da oben, die Felsformation mit dem Moos überzogen. Jetzt sind wir auch am kleinen Bächchen angelangt. Mal so in die Richtung laufen. Ja, da ist ein kleines Bächchen. Vielleicht machen wir hier irgendwo einen Rast. Es war direkt an der Straße, aber man könnte vielleicht hier trotzdem sich was suchen. Oder wir gehen noch ein bisschen in die Richtung. Also in die Richtung ist dann auch der Bodensee, den sieht man nicht ganz. Man sieht aber hier die Alpen. Was man aber auch ganz schön sieht, ist hier hinter der Hohen Twil. Auch dort gibt es wunderbare Routen zu laufen. Werden wir auch demnächst mal in Angriff nehmen. Und das hier unter ist Aach, da wo wir gestartet sind, bei dieser Aachquelle, beim Aachtopf. So, auf den letzten Meter geht es jetzt hier wieder rechts. Wir gehen jetzt nochmal hoch nach Aach. Also Aach ist zweigeteilt, Oberstadt und Unterstadt oder Dorf. Und wir gehen jetzt hoch in die Altstadt von Aach. Also die lohnt sich auch. Man soll die Altstadt auf jeden Fall mitnehmen von Aach. Aach nennt sich selber auch als kleines Bergdorfchen. Aber wie gesagt, hier müssen wir jetzt nochmal einen kleinen Anstieg überwinden. Hier sieht man jetzt die alte Stadtmauer von Aach. Aach, das Bergdorf. Das ist auch, man muss auch hier hoch. Also wer denkt, unten sei die historische Altstadt, das ist falsch. Die ist hier oben auf dem Berg. Und wir gehen quasi hier jetzt auf einen schönen Wiesenweg nochmal weiter. Also der Weg hat sich jetzt im letzten Drittel etwas gemacht. Man muss wirklich sagen, von den Gesamtkilometern waren sicherlich zwei Drittel recht unspektakulär. Jetzt wird es auch wieder schöner. Hier sieht man nochmal die alte Stadtmauer von der Altstadt von Aach. Zurück am Aachtopf, an der Aachquelle. Wir haben jetzt 16 Kilometer, circa angegeben war die Tour mit 14 Kilometer.
könnte fast passen. Es gab natürlich wie immer ein paar Abzweigungen, ein paar Schlenker, die wir gemacht haben. Von dem her denke ich mal, das passt. Höhenmeter, so 300, 350 Höhenmeter. Gehzeit hätte ich gesagt, auch reine Gehzeit 3,5 Stunden bis 4 Stunden. Wir haben 4,5 gebraucht, aber natürlich mit dem Köchler, mit allem drum und dran. Von dem her etwas mehr. Ja, mit der Tour war ich nicht ganz so zufrieden. Heute muss ich ehrlicherweise sagen, hier in Aachen ist es traumhaft schön. Sei es die Altstadt, sei es der Aachtopf, hat auch sehr viel Geologisches, Geschichtliches. Auch das Thema mit der Donauversinkung, wo ich ganz am Anfang erklärt habe, ist wirklich toll. Aber dann gab es ganz, ganz lange Wegstrecke, fast schon drei Viertel der Tour, wo man nur über Feldwege läuft. Keine jegliche Highlights, auch keine Banken, keine Rastmöglichkeiten. Also es war sehr, sehr schlecht gemacht. Wegen dem finde ich auch, hat die Tour nicht wirklich das Premium-Thema, also das Premium, die Premium-Auszeichnung erhalten, sondern war wirklich jetzt nach meiner Ansicht fraglich, ob das wirklich eine Premium-Tour ist. Wenn ihr nur die Runde um Aach macht, also kleinere Runde, euch das Ganze anschaut, die Altstadt und so, dann ist es vollkommen okay. Wenn ihr aber die lange Runde lauft hier mit fast 16 Kilometern, dann habt ihr wirklich 10 Kilometer, wo nicht wirklich was los ist. Wenn euch das Video gefallen hat, wie immer, lasst mir ein Like da, benutzt die Glocke, blende ich immer ein, dann verpasst auch kein anderes Video. Ich habe euch auch die Donauversinkung unten nochmal verlinkt in den Shownotes. Würde mich natürlich immer freuen, wenn ihr einen Kommentar dazu da lasst, wenn ihr sagt, wie ihr die Tour gefunden habt. Recht warm war es heute, ihr seht es auch, ich schwitze schon fast, wie gesagt, vielleicht sogar ein leichtes Sonnenbrand. Wir haben heute wirklich 18 Grad hier gehabt, lang geredet, wie gesagt. Ich hoffe, ihr habt was gelernt. Es war viel Wissen dabei diesmal, wenig Action, aber viel Wissen. Das ganze Thema der Donauversinkung. Bis zum nächsten Mal. Ciao, euer Andi.